Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, sagt, wenn in Zorn ein einziges Mal geblasen wird und die Erde und Berge gehoben und mit einem einzigen Schlag zu Staub werden, an diesem Tag trifft die Stunde ein und der Himmel spaltet sich, sodass er an jenem Tag brüchig wird. Stell dir vor, du begehst gerade eine Sünde. Du bist auf einer Party und öffnest eine Alkoholflasche. Du fühlst dich glücklich, du lachst und glaubst, dass du in Sicherheit bist, voller Gelächter und ohne Scham. Stell dir diesen Moment vor, dieser Moment, in dem du Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam bist. Und plötzlich, während du diese abscheuliche Tat begehst, genau in diesem Augenblick ertönt ein gewaltiger Ton. Ein Ton, der schlimmer ist als alles, was du vorher gehört hast. Alles fängt an zu beben. Die Berge brechen auseinander. Die Häuser fallen in sich zusammen. Die Straßen sinken ein. Die Wege werden zu Schluchten. Brücken krachen ein. Der Himmel reißt auf. Der Klang dieser gewaltigen Posaune ist so furchterregend, dass es alles übertrifft. Ein gewaltiges Szenario. Ein Szenario, das du nur aus Hollywood-Filmen kennst. Chaos, wohin du schaust. Verzweiflung und Panik machen sich breit. Es ist kein Traum und auch kein Film. Nein, das ist die Realität. Alles wird durch den grellen, schrecklichen und lauten Ton der Posaune zu Schutt und Asche. Völliger Stillstand. Du fällst in Ohnmacht. Wer hat diesen Auftrag, ins Horn zu blasen? Es ist der Engel Israfil. Er hält diese gewaltige Posaune gepresst zwischen den Lippen, die Augen fixiert auf den Thron Allahs, wartend auf den Befehl, ins Horn zu blasen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gibt, werden alle bewusstlos. Was hast du vorausgeschickt? Wie waren deine Handlungen? Jetzt, wo du weißt, dass dieser Engel nur dafür erschaffen wurde, Yawm al-Qiyamah einzuläuten, wie werden deine Handlungen in Zukunft aussehen? Wirst du immer noch dein eigenes Ding machen? Weiterhin dich ins Verderben stürzen und deine Familie mitziehen? Weiterhin ein ungehorsames Leben führen? Jeder mit Verstand sollte sich darüber Gedanken machen, was für ein Leben erleben möchte. Der gerade Weg ist klar aufgezeigt worden. Es ist der Islam. Es liegt allein an dir. Nur du kannst deinen Zustand verbessern. Denke nach über dein Leben und über das, was du vorausgeschickt hast. Es wird entweder für dich sprechen oder gegen dich.